Hallo Leute, wir haben heute eine Sammlung im Wert von 7.500 Euro. In Zahlen, in Worten auch. 7.500 Euro und die wollen wir uns jetzt ansehen. Ich würde sagen, let's go! So, ich würde sagen, wir legen los. Kleine Anmerkung, dieses Video ist jetzt nachsynchronisiert. Das bedeutet, ich habe eine zweite Tonspur aufgenommen, die ich über die ursprüngliche gelegt habe. Das ist die Sammlung. Hier haben wir zwei Boni, die wir dazu bekommen haben. Über den einen, da weiß ich, was es ist. Das hat er mir vorher gesagt. Das steht auch auf dem Zettel drauf, über den wir gesprochen haben. Der wird jetzt hier auch gerade aufgemacht. Beim anderen wusste ich nicht Bescheid. Also der Bonus ist eine Tokyo Dome Preiskarte, nämlich der Magier des Schwarzen Chaos in Ultra Rare. Extrem alt, sogar so alt, dass das dass keine Set-Angabe existiert, keine Initialen und eben das glitzernde Hologramm mit dem Millennium-Auge unten rechts im Eck fehlt. Ja, warum synchronisiere ich das jetzt hier ein zweites Mal? Das ganz einfach. Ich wollte halt einige Dinge eigentlich sagen, die in das Video gehören, die ich aber aufgrund meiner Euphorie komplett vergessen hatte. Und ich habe auch im Allgemeinen ziemlich viel vor mich hingestammelt, einfach weil ich so begeistert von dieser Sammlung war. Jetzt habe ich erstmal gewartet, bis sich das Ganze gesetzt hat, habe mir das nochmal durchgeguckt und habe mich jetzt dazu entschlossen, quasi dieses Video neu zu synchronisieren. Ja, es ist so, es tut mir jetzt erstmal leid, dass die Videoqualität so schlecht ist. Das sieht man jetzt noch nicht, weil die Karte ja aus der Hülle draußen ist. Man sieht es dann im Ordner. Ihr kennt das auch von meinen anderen Sammelkartenchecks, wo ich noch die Ordner vorgestellt habe oder den Gastvideos bei Random Brain, dass halt die Kameraqualität nicht so toll ist. Das stört mich ein bisschen. Ich hätte es wirklich gerne in HD gehabt, vor allen Dingen, weil das halt die krasseste Sammlung, allgemein die krasseste Folge von irgendetwas, abgesehen von den Sammelkartenchecks ist, die ich jemals hatte. Also es gab kein Mega-Opening und auch keine Folge Neuzugänge, die teurer war als eben diese. Ja, wie gesagt, 7.500 Euro. Wir öffnen hier gerade das zweite Bonuspack. Dementsprechend finde ich das halt echt schade. Zumal ich ja auch die Qualität meines Kanals etwas in die Höhe treiben möchte im Laufe dieses Jahres. Wir haben jetzt hier den neuesten Blue Eyes, den es gibt auf dem Markt, von Kazuki Takahashi persönlich gezeichnet. Wir sehen links unten auch die Unterschrift, so 30, 40 Euro wert. Das war ein richtig cooler Bonus, das war das einzige an der ganzen Sammlung, was mich überrascht hat. Alles andere wusste ich eigentlich, abgesehen von dieser Karte, ist auch mein Lieblings-Blue Eyes Artwork. Ja, es ist sogar besser als das Originale meiner Meinung nach. Es ist Kaiba vorne dran, ja, es gibt eigentlich kein Monster meines Wissens nach, abgesehen von diesem, wo auch wirklich der Protagonist, der das Monster spielt, auf der Monsterkarte selbst abgebildet ist. Tokens gibt es natürlich da, aber nicht als Monster, und ich finde sie halt mega cool. Die ist in Ultra Rare mit dieser KZ-Folie drüber. Jedenfalls starten wir jetzt hier mit dem Ordner. Und genau, ich wollte ja die Qualität meines Kanals ein bisschen in die Höhe treiben, sag ich mal. Das heißt, ich kriege jetzt bessere Thumbnails, das habt ihr vielleicht in der letzten Zeit schon gesehen. Wir haben hier jetzt übrigens die Götterkarten, die nicht spielbaren Götterkarten aus unterschiedlichen Sets. Ganz oben sehen wir die Varianten aus der Legendary Collection, die sind ja, sind ja die gängigen, nebst denen aus dem... habe ich Yugi Legendary Deck gesagt? Ich meinte aus der Legendary Collection 1. Also nebst denen aus den Yugi Legendary Decks sind das eben die gängigsten. Die, wo ich jetzt hier in der Hand halte, das sind jetzt die GBI-Varianten aus Japan. Und geht das jetzt so um die 80 Euro. G4 irgendwas ist das Kürzel. 123 oder so. Auf jeden Fall G4 ist das Ursprungskürzel. Und dann haben wir die TCG-Varianten Secret, allerdings nicht aus den Gameboy-Spielen, nicht aus GBI, sondern eben aus YMA, der Jump und DOD. Und ja, wie ihr bereits mitbekommen habt, ist es so, dass die Thumbnails meines Kanals etwas anders sind. Ich habe jetzt neue Thumbnails für die Sammelkartenchecks, die sind allerdings nur provisorisch, die werden noch geändert. Und ich habe neue Thumbnails für die Neuzugänge und für die Mega-Openings, das sind auch tatsächlich die neuen. Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier die Götterkartensets in Mosaic Rare, meiner Meinung nach eine nicht würdige Rarität, aber trotzdem ganz cool.
Ja, dann hier die Gold Millennium Rare, die werden jetzt hier das Bild eingeblendet, darüber war noch die in Gold Secret Rare. Das sind jetzt die Gold Millenniums, die sind einfach unglaublich cool. Ich habe zwischendrin noch einfach ein paar Bilder geschnitten, damit wenigstens ein paar Karten in der schönen Auflösung mal zu sehen sind. Rechterseits haben wir dann das Set aus der Jump, wo glaube ich Slifer die teuerste darstellt. Dann haben wir natürlich die anderen Slifer, also den anderen aus dem Movie Pack nochmal, Obelisk aus Gold und aus der Order of Chaos Special Edition. Und darunter nochmal die japanischen Slifer, die sind an sich Kamen mit KZ Rare Folie und die Schrift ist die einer Ghost Rare. Und ja, wie bereits gesagt, ihr habt auch gesehen, wenn das Intro dann, wenn das dann funktioniert, solltet ihr jetzt vor diesem Video ein Intro gesehen haben. Das ist auch neu, das dient auch der, ich nenne es mal Qualitätssicherung. Und ja, aber neue Kamera wird wohl erst Ende des Jahres kommen. Ich werde nach diesem oder nach dem übernächsten Video mit meinem Handy aufnehmen, weil ich mir dann ein Handystativ bestelle. Das habe ich aktuell nicht. Und da wird das dann ein bisschen besser, aber immer noch nicht so gut, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und das wird dann bloß ein Zwischenschritt. Wir haben übrigens auf der linken Seite die Obelisken in KZ Rare. Die kamen ein bisschen früher raus als unsere. Ich habe sie auch damals als erster deutscher YouTuber auf meinem Kanal vorgestellt, das Playset. Jetzt habe ich hier nochmal neun. Damals sehr teuer, 40 Euro das Stück gewesen. Dann eine LOB Exodia, eine der wenigen Karten, die natürlich nicht First sind hier in diesem Ordner. Also 95% des Ordners sind Erstauflagen. Die gehört jetzt nicht dazu. Und darunter eben nochmal drei deutsche Obelisken aus dem Movie Pack. Nur halt eine noch OVP und oben in der Mitte ist noch Summoner Lord Exodia in Gold Millennium Rare, wie eben die Götterkarten, die ihr eben gesehen habt auch. Und ja, ich persönlich hoffe halt einfach mit dieser Qualitätssicherung oder dieser qualitativen Aufwertung des Kanals, dass ich eben so ein bisschen mitziehen kann, zumindest was halt die optische Qualität angeht von bei größeren YouTubern, die haben alle gute Kameras und so. Meine ist wirklich uralt, meine Kamera. Wir haben hier zwei DDS Blue Eyes übrigens. Die waren auch in der Sammlung mit dabei. Die gehen allein schon beide 2000 Euro, also machen schon einen ziemlich großen Wert der Sammlung aus. Darüber auf der linken Seite die Blue Eyes aus dem Duelist Pack Kyber First. Rechts oben die aus dem Starterdeck. Übrigens, lasst euch nicht verwirren von dem, was ich mit meinen Händen hier zeige. Das passt jetzt natürlich nicht mit der Synchronisation zusammen, da ich immer noch andere Dinge sagen möchte. Die Starterdeck Carabuers sind auch nicht First, das sind aber, glaube ich, die einzigen Karten gewesen, die in der Sammlung, ach nee, eine kommt noch, die eben nicht First waren. Links mittig, unten, der ist weder aus dem Duelist Pack Battle City noch aus dem Bandai-Heft, oder Bandai, sondern der ist tatsächlich aus der Jump, dann natürlich der Gold Ghost und der andere Jump in der Mitte rechts unten, den habe ich ja zum Saufüttern, also der wird wahrscheinlich for Trade sein. Dann, ja, was gibt's hier zu sagen? Das sind jetzt in Anführungszeichen Random Holos, wobei, ja, es sind schon recht seltene Sachen wie der herbeigerufene Totenkopf, eine absolute Legende, ja, absolut nice. In Ultra Rare aus Metal Raiders, hier auch alles First, ja, auch die mystische Elfe richtig, richtig schön oder der Schlangennachtdrache, der, wie ich letztens erfahren habe durch My Yu-Gi-Oh! TCG, das Gegenstück zu diesem Seirajui oder Seirajui, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, dieser pinke Vogel da, ist. Und irgendwie heißt er im Japanischen der Ritter der Finsternis und der andere der Ritter des Lichts oder irgendwie so, der Heilige Ritter. Irgendwie sowas in der Art. Oben im Playset Bestie von Tal war richtig schön und die Red Eyes da unten sind dahingehend erwähnenswert, dass der ganz rechte, der ist aus dem Starterdeck, der mittlere ist aus LOB, auch nicht erste Auflage. Und der ganz linke ist sogar aus dem Retro-Pack. Da muss ich mal gucken, was der Wert ist. Im Retro-Pack gibt es ja gar keine Erstauflage. So, auf der Seite und hier ist die einzige erwähnenswerte Sache eigentlich, dass hier ein LOB First Magier drin war, den hat er sich aber wieder rausgenommen, den wollte er behalten. Aber abgesehen davon haben wir, sieht man es ganz schlecht, leider, das tut mir so leid, ganz links oben einen dunklen Magier aus LOB, auch in sehr gutem Zustand, auch nicht First. Darunter der dunkle Magier aus BPT in Secret Rare und rechts daneben nochmal der dunkle Magier in Secret Rare aus BPT. Der rechte bzw. der mittige ist halt tatsächlich ziemlich wertvoll gewesen. Der ging irgendwas mit 90 Euro damals. Wie viel er aktuell geht, weiß ich nicht. Wir haben auf der linken Seite oben aus Sparula den aufgegeben Horus. Passt mit dem zusammen, was ich zeige. Der ist auch nicht erste Auflage. Alles andere ist wieder First. Ja, Tausenddrache, der letzte Krieger eines anderen Planeten und auch darunter der Drachenmeister Gaia ist deutsche erste Auflage aus LOB, extrem geil, richtig schön. Ist auch sehr, sehr selten, dass man den überhaupt noch zu Gesicht bekommt.
Jetzt wird es richtig krass. Wir haben auf der linken Seite zwei Paladine in Ultimate Rare, sehen wir hier auch sehr schön auf dem Bild. Es ist unglaublich, ist eigentlich kaum zu glauben, dass die Kamera, die dieses Video aufgenommen hat, auch in der Lage ist, solche schönen Bilder zu schießen, ja. Aber es ist halt wirklich, also diese Kamera hat einfach keinen Autofokus und kommt mit diesen Hüllen einfach nicht zurecht. Das lässt das Ganze verschwimmt dann einfach bei der Kamera. Ne? Ich muss mich nochmal entschuldigen, es tut mir wirklich leid, mir geht das richtig auf den Keks, auch selber, ja. Wir haben dann in der Mitte den Dark Paladin aus, also ich bin immer noch bei den Dark Paladins, wobei arbeiten wir erstmal die andere Seite ab. Wir haben als erwähnenswerte Karten zweimal das Ende von Anubis in Secret und in der Mitte den PSV Jinzo. Und ich hoffe, er blättert jetzt nicht um. Blätter ich um? Keine Ahnung. Auf jeden Fall oben in der Mitte links war noch der Paladin aus MFC in Ultra und darunter ein Playset aus DMG in Secret. Ja, jetzt geht's hier weiter mit den Horus-Karten. Der in der Mitte ist ein Ultra Rare aus SOD. First natürlich, versteht sich. Der linke Horus Level 6 ist Ulti, der rechte ist Super Rare, genau. Dann haben wir hier oben die Wächter, diese Wächterkarten, finde ich richtig cool. Ich glaube, aus Dark Crisis kamen die, wenn mich nicht alles täuscht. Don Saluk natürlich, ne. Also das sind jetzt auch Karten, die bestimmt ihre Euros gehen. Allerdings ist das im Verhältnis zum Rest der Sammlung jetzt eher so ein Nebenteil. Bringt aber einiges. Ich habe schon so viele dieser Karten einsortiert, zum Beispiel Great Desert unten links mittig oder auch Gerfried Eiserner Ritter habe ich auch schon einsortiert, auch oben Kaisergleiter und Wächterengel Joanne sind ebenfalls schon einsortiert, genauso wie links oben Erzlord Cerato, richtig geil. Gewebekrüge müssten hier, also ich weiß nicht, ich glaube preislich gesehen müssten die Gewebekrüge eigentlich, die ganz unten rechts sind, mit am höchsten sein. Dieses Jahr ist ja verboten, aber bei Sammlern halt recht beliebt. War ja auch eine recht krasse Karte, die das Spiel resetten konnte. Und ja, dementsprechend hat diese Karte einen gewissen Status, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Erzunterwäldler Megasalber natürlich auch eine richtig geile Karte. Die Karten, die sich neben dem Megasalber befinden, boah, die habe ich gerade nicht im Kopf. Ich kann das natürlich aufgrund der schlechten Grafik jetzt bei der Nachsynchronisation noch nicht lesen. Aber ja, die gefallen auf jeden Fall auch sehr gut und irgendwie gehören die für mich mit Great Desert zusammen, auch wenn das nicht wirklich der Fall ist. Dann haben wir oben jetzt die Tyrant Dragons und das Bild flackert, juhu, ein Hoch auf meine Qualität. Hier der Tyrant Dragon oben in Ultra Rare, auch sehr schön, hatte ich noch gar nicht so oft, dessen Sammlungen kaum vertreten. Dann darunter der Tyranno, der schwarze Tyranno, genau, dann ein der Blue Eyes Toon Dragon oder blauäugige Toondrache. Der Thun herbeigerufene Totenkopf und die Thunjungfrau sowie dreimal der bewaffnete Drache Level 5 in Ultimate Rare und einmal der bewaffnete Drache Level 7 in Ulti. Den Level 7er, den habe ich jetzt nicht abgelichtet, ich habe hier die drei Level 5er abgelichtet, einfach weil es imposanter aussieht. Dann haben wir natürlich unser süßes Kuribo aus Metal Raiders, First, zweimal da Wiederbelebungsschleim, Statue der Azteken auch First und hier kommen wir zu was richtig krasses. Wir haben hier zweimal den Torwächter in Secret Rare First aus MRD. Diese Karte ist sowas von dermaßen selten in First zu bekommen in dem Zustand. Das ist wirklich richtig heftig. Ich weiß gar nicht, was ein First geht, aber 50, 60 Euro bestimmt. Darunter natürlich die Teile und darunter wiederum so ein paar Random Supers aus der alten Zeit. Dann haben wir dreimal den Pistolenrang aus MAD, natürlich First. Zweimal aus dem OCG, einmal den Ultra. Aus welchem Set die kommt, weiß ich nicht. Was zum anderen, es liegt halt einfach daran, dass auch keine Setangabe da ist. Diese Karte ist wieder eine dieser alten, wo weder Setangabe noch Millennium Auge rechts oben zu sehen ist. Und der in der Mitte ist Ultimate Rare, auch eine richtig, richtig teure Karte. Die ging mal ungefähr ein Huni. Jetzt geht sie ungefähr 60, die ist glaube ich ein bisschen runter. Dann eben noch Schlag Ninja und Divine Dimension Dragon. Auch sehr schön auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Seite, die ist auch richtig, richtig wertvoll. Wir haben hier viermal. In Zahlen 4, in Worten auch viermal den dunklen Magier des Chaos First aus Invasion of Chaos sowie den glänzende Soldat, Gesandter des Anfangs ebenfalls in First. Und wie wir jetzt hier sehen, auf der rechten Seite mittig haben wir das dunkle Magiermädchen aus Magician's Force First, die geht auch so um die 400 Euro. Richtig kranker Stuff, richtig geil. Dann natürlich Berserker Drache und zweimal Dark Ruler Hades sowie eine Injektionsfilelin Secret aus welchem Set kam die? Aus LOD, glaube ich. LOD First. Legacy of Darkness, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht.
Dann haben wir zweimal Yatagarasu. Da werde ich zwei aus meiner Sammlung raushauen und die beiden Firsts reinstellen. Ich habe ja schon genügend Yatagarasu, ich glaube 5 Stück habe ich schon vertauscht insgesamt oder so. Darunter zweimal die Exula Necros in First, natürlich auch richtig nice. Sehr schön. Auch der Rückschluss 3 gefällt mir gut. Der Zeitzauberer unten mittig ist natürlich auch ein First. Eine richtig schmackofatzige Sache, würde ich mal sagen. Der ging auch, als letztes Mal, als ich nachgesehen habe, ist aber schon ewig her. Da habe ich auch ein paar in First. Der ging, glaube ich, 60 Euro oder so. Ich glaube, mittlerweile ist er ein bisschen gesunken, aber auf jeden Fall eine unglaublich schöne Karte. Und natürlich auch der Menschenfresser-Käfer aus LOB in First. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine der krassesten Seiten überhaupt. Da haben wir insgesamt 6 Mal den Rainbow Dragon, einmal in der Mitte Secret Rare aus Technical Evolution, also nicht die Timbox-Variante, und dann eben, wie wir hier sehen, den Regenbogen noch 5 Mal in Ghost Rare als Erstauflage. Wovon ich einen mittlerweile, also von meinen in Englisch dann in First auf eBay reingestellt habe, da ich ja 10 Stück habe und dementsprechend bei meinen neuen schon komplett meine 3 Playsets. Dann natürlich den Vampir Lord in Secret Rare aus Dark Crisis? Weiß gar nicht, doch, Dark Crisis müsste es sein. Auch sehr schön ist und in Deutsch auch ziemlich selten, sogar noch wertvoller als der Englische, einfach weil es seltener ist. Hier richtig krank, eine Seite mit Chaos Imperator Drachen, die oberen drei natürlich Erstauflagen sind Ultimate Rare. Die darunter sind aus Invasion of Chaos ebenfalls First. Hier haben wir jetzt nochmal in der Mitte einen Gewebekrug und nochmal einen blauäugigen Toon Drachen. Dann oben nochmal ein Schlag Ninja und ein paar andere Holos. Ich glaube, wie hieß die eine Karte? Reflektor? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte ich diese Reflektor-Karte, die sich links und rechts neben dem Gewebekrug befindet, auch noch nicht so oft. Auch die ist in Sammlungen fast nie vertreten. Ja, es gibt so ein paar Karten, die findet man in Sammlungen einfach nicht. Und sie ist auch nicht so präsent in meinem Kopf, dass ich sie mal irgendwie speziell bestellt hätte. Ja, das sind so ein paar einzelne Karten, die ich einfach nicht so häufig habe. Einfach, da sie auf der einen Seite in Sammlungen nicht so oft drin sind und auf der anderen Seite eben auch nie wirklich präsent im Kopf sind. Ja, hier geht's weiter mit dem reißenden Tribut in Ultra Rare. Auch der wird ausgetauscht gegen eine Ultra Rare aus meiner aktuellen Sammlung, die halt nicht First ist. Dann ein Ring der Zerstörung in Secret. Man sieht halt gar nicht, dass der Secret ist. Dann Spiegelkraft Ultra Rare First aus Metal Raiders. Ja, auch unten Magic Cylinder First Secret Rare. Dann die zwei Viruskarten sind Ultimate Rare, also die mittlere und die obere. Dann nochmal faszinierender Kreis, auch First, also richtig, richtig nice. Und hier kommen wir nochmal zu was richtig schön Seltenem. Und zwar haben wir mittig einen Raigeki in Super Rare, First aus LOB. Dann eine Reihe drüber, ganz rechts eine LOB Wiedergeburt, auch First, richtig krank. Eine Axt der Verzweiflung, First, Überläufer, First. Dann natürlich Schnappstahl, First aus dem Originalset. Und ja, das war der Ordner, meine lieben Leute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja? Ich hoffe, es passt soweit. Also ich bin extrem zufrieden mit der ganzen Sache. Hier nochmal einen großen Dank an den Michael, dass er mir die Sammlung zur Verfügung gestellt hat. Ist seine Kernsammlung. Ich persönlich würde sagen, wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.